Prototyp 6 von 9. Ist sehr lebensnah. Kurze Frage hier ins Publikum. Wer von euch hat Pflanzen zu Hause? Handzeichen gelten. Wer von euch hat schon mal eine Pflanze zu Hause vertrocknen lassen? Handzeichen gelten. Wird nie wieder passieren, dank dieses nächsten Projekts hier. Von Max, Milena, Luca und Clara. Es heißt Water Me. Bühne frei. Ja, servus. Also wir vier sind die Entwickler von Water Me und dabei geht es eigentlich darum, einfach nur ein automatisches Bewässerungssystem für Hauszimmerpflanzen zu erstellen, dass die halt nicht mehr vertrocknen und man sie länger behalten kann. Und was wir uns dabei gedacht haben und so, das wird uns erstmal die Melina erklären. So, also was haben wir uns dabei gedacht? Also erstmal, es gibt ja diese ganzen DIY-Bewässerungssysteme, was weiß ich, man braucht Washi-Tape, die Gießkanne und einen Stock. So, das ist hier nicht. Das Ding ist, dass Pflanzen sehr wichtig sind für die Welt, weil, Luft, so, ja. Und dann mit Mechanik und Engineering Thinking kann man das Überleben einiger Pflanzenarten sichern. Also, ja. Dann, durch das Internet kann man Systeme vernetzen und seine Ideen schnell verbreiten, weil es gibt ja Social Media und so, kann man einfach irgendwas posten, was weiß ich, und dann darunter irgendwas schreiben, so. Also, so, das ist der Ablauf der Produktentwicklung hier. Also zuerst hatten wir die Ideenfindung und das Brainstorming über den Ablauf. Also wir haben erstmal überlegt, was machen wir, was brauchen wir. So, dann haben wir die Software zusammen gecodet. Also wir hatten Python-Scripts geschrieben, Calliope-Scripts, HTML, JS und CSS-Scripts haben wir auch geschrieben. Dann ganz am Ende haben wir die Mechanik angeschlossen und getestet, weil man muss ja auch wissen, ob es klappt. Ja, also wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich? Am Anfang werden die Daten von einem Feuchtigkeitssensor hier, der in diesem Blumentopf eben dann steckt, gelesen und das wird dann an den Calliope Mini weitergeleitet. Habe ich gerade vergessen zu sagen. Die Daten sind über die Bodenfeuchtigkeit, die aktuell im Blumentopf besteht. Der Calliope schickt das dann weiter an einen Raspberry Pi hier und der speichert die Daten dann und falls die Feuchtigkeit unter ein bestimmtes Level fällt, dann aktiviert der Calliope hier die Pumpe und ja, bewässert dann die Pflanze. Und das wird dann auch weiter und weiter wiederholt. Ja. So, jetzt kommt die Live-Präsentation. Genau, wir haben hier ein schönes Web-Interface mit einer großen Grafik, die anzeigt, wie leitend die Erde ist, also wie groß das Feuchtigkeitslevel ist. Und es wird alle 5 Sekunden aktualisiert. Hier kann man auch momentan sehen, das sind 814. Das heißt, ja, ist ordentlich Wasser drin. Aber weil wir bei einer Live-Demo sind, noch mehr Wasser rein. Und zwar, zieh mal den Sensor raus. Mhm. Ja. So, jetzt ist natürlich bam, ganz nach unten, momentan Wert 10 und die Pumpe pumpt Wasser rein. Oder auch nicht, doch. Man sieht es nicht ganz, aber das Wasser geht hoch anscheinend, ist ein bisschen zu wenig Strom. Wir gelten das mal als es funktioniert. Genau, dann bei... gibt es noch für die Zukunft die drei Sachen hier, Bewässerungsmöglichkeiten manuell und automatisch. Jetzt ist gerade automatisch, aber es wäre noch ganz cool, wenn man manuell sagen kann, ja, gib meiner Pflanze jetzt Wasser, die braucht das, ich weiß das. Oder dass man selbst sagt, okay, unter dem Level bitte dann gießen. Und genau. Es kommt. Das sieht man von hinten noch nicht. Ja, funktioniert nicht.
Ja, auf jeden Fall dann noch ein riesiges Dank an unsere Mentoren Severin und Anna, die uns dabei geholfen haben, unterstützt haben, das zu coden und auch die Mechanik anzustöpseln. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke Max, Milena, Luca und Clara und Water Me. Ja, bitte runter von der Bühne, Platz für die Nächsten machen. Wer die Hand frei hat, kommt zu mir. Max, ich dachte, es ist mein erster Hackathon, muss ich ja auch sagen. Ich war vorher noch nie bei sowas. Ich dachte, hier wird nur gecodet. Ihr habt ganz viel Hardware verwendet. Wann war euch klar, dass ihr was zum Anfassen auch macht? Das war uns eigentlich von Anfang an klar, weil wir drei sehr mechanikbasierte Leute bei uns haben und einen, der sich sehr gut mit Software auskennt, nämlich der Luca. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, vielleicht einen Großteil Mechanik machen wir vielleicht gar nicht so blöd. Und dann hat der Luca uns geholfen beim Coden und uns beigebracht, hey, wie stellst du denn überhaupt eine Web-App auf oder einen Webserver? Und dann haben wir uns mit dem Mentor zusammengesetzt, hey, wie kann ich denn die Pumpe, den Schlauch verbinden und da Strom dran bringen, und haben es alles mit uns gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich heute viel gelernt habe an diesen Tagen. Und ja. Um Lernen geht es hier bei so einem Hackathon auch. Was habt ihr gelernt? Ich habe auch auf jeden Fall gelernt, wie man lötet. Wusste ich davon noch nicht. Und ich habe auch gelernt, wie man eine Website programmiert, also mit diesem einen Programm, das hat sie mir gezeigt. Und ich habe auch gelernt, wie man mit GitHub umgeht. Ja. Frage aus Eigeninteresse, wie weit ist dieser, also kann ich den schon zu Hause, kann ich den haben? Weil meine Pflanzen sind nicht so. Also dafür bräuchten wir viel, viel mehr Zeit, um so viele mehr zu bauen, damit jeder einen bekommt. Das wäre ein bisschen unmöglich, weil wir auch noch Freizeit brauchen. Schade eigentlich. Ja. Tja, da muss ich noch ein bisschen mich gedulden wahrscheinlich, aber ich freue mich drauf, wenn es irgendwann fertig wird. Danke euch vielen. Applaus für euch nochmal.